Dann muss ich mir erstmal einen Tee machen. Okay. Schauen wir ganz kurz, ob wir hier oben noch irgendwas finden können. Ja, das sieht gut aus. Was kann es sein? Trommelwirbel! Oh, Explosivgranaten. Da sage ich nicht nein. Die Raccoon Times. Leserbriefe. Guten Tag. Ich schreibe Ihnen, weil ich sehr, sehr besorgt bin. Alle Eltern wissen, dass die Crystal Promenade der ideale Ort für einen Samstagsausflug mit den Kids in die Innenstadt ist. Und keiner der Läden da ist beliebter und wiegt schwerer auf dem Geldbeutel der Eltern als Toy Uncle. Jedoch habe ich bemerkt, dass die große Statue über dem Eingang an windigen Tagen so sehr wackelt, dass man denkt, sie werde nur mit einer Handvoll Schrauben da festgehalten. Sollte sich der Kopf dieser Statue eines Tages an einem geschäftigen Tag losreißen, würden viele Kinder schwer verletzt werden. Ich habe mich bereits dreimal bei dem Manager beschwert, aber er weigert sich, etwas zu unternehmen. Sollten wir also warten, bis ein schrecklicher Unfall passiert, bevor wir handeln? Nein! Wenn schon Köpfe rollen müssen, dann doch bitte der des Managers. Diese Todesfalle da oben muss endlich runter. Timothy Wiles, 69. Super. So, was hast du hier? They killed him. Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Ah, Schmetterling hat er auch gesammelt. Wunderbar. Gut. That's it. Was? Steht da was? Nee. So. Na dann. Back on the street. Nicht sein Scheiß Ernst, ey. Wahrscheinlich gerade schlecht. Alles klar? Carlos, das Monster verfolgt mich wieder. Willst du mich verarschen? Ich dachte, er ist tot. Ich auch. Sag mal. Mano! Nicht gut. Ja, das war der Weg. Ich sollte mich von seinen Granaten, von seinem Raketenwerfer über das Auto sprengen lassen? Mann, Leute, Alter. Oh. Uns geht es nicht gut. Habe ich irgendwas bei? Ja, nö, wir sind gesund. Okay, alles klar. Fehlt es uns an, Ausdauer? Nö. Okay, tatsächlich wird es aufgrund der Dramaturgie jetzt einfach bloß so sein, dass er jetzt ein bisschen mehr hechelt hier. Jill, noch da? Ich glaube, ich weiß, wie man ihn aufhalten kann. Komm zurück zur Station. Und führ ihn direkt zu euch? Schon okay. Vertrau mir. So, auf zu Mr. Krabs.
Bitte, bitte. Oh ja. Und? Kann ich ihn? Lasst mich ihn runterschießen. Ja, weil er nur an ein paar Schrauben befestigt war. Oh, scheiße. Das weiß nicht so gut. Und? Ja, keep on. Nein, los, schnell, schnell, schnell! Ja, nee, ist ja auch nicht übertrieben. Warum sieht das Ding so aus, als hättest du ein Leben? Ah, na klar. Echt? Mann, ich muss da vorne durch. Hey, alles klar? Los, los! Ach, das ist eine schiefe Nase. Komm, vergiss ihn einfach! Jetzt komm halt. Chapeau, Carlos. Haben wir gut gemacht. Komm schon, nichts wie raus hier. Schade. Ah, kann doch wirklich auf die Kante den scheiß Safia beamen. Mist. Carlos, ich weiß, wir hatten keinen tollen Start, aber danke für die Rettung. Hey, du hast mich zuerst gerettet. Du bist einiges mutiger als ich. Also, was zählt ist, dass wir jetzt alle aus der Stadt bekommen. Ja, dann bist du sicher. Ja! 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 Na bitte. Jetzt pass auf, so. Puff. Einmal Schießpulver. Ah, cool. Eine Gürteltasche. Zwei neue Felder frei. Das ist super. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, können wir denn endlich mit der U-Bahn losfahren? So, Föni, auf geht's. Was ist mit dir? Wie es aussieht, werde ich die Bahn nicht nehmen. Wieso nicht? Es kommen neue Befehle. Wenn das hilft, die Stadt zu retten, macht mir das nichts aus. Ja. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich habe nochmal so einen Wackelkopf klicken hören, aber nee. Tja, naja, dann schade, wenn du nicht willst. Gute Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein, die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos Tyrell, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Bart finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge, sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut, geh ruhig vor. Ich gehe schon nicht drauf und lasse dich in der kalten Welt ohne Carlos zurück. Okay. Ihr müsst diesen Forscher finden. Sein Impfstoff könnte uns alle retten. Siehst du? Du lernst. Nur dein eigenes Leben ist wichtig. Viel Glück. Viel Glück. Abfahrt!
glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtischtäter wie Bart noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Warum? Sorgst du dich um deine Kollegen? Oder was anderes? Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tor verschlossen war. Meinst du nicht? Was war das? Okay. Wieso ist dieses Arschloch nicht tot? Nein, lass es. Komm, hier lang. Nikolai, was machst du? Er ist nicht hinter mir her. Nikolai! Ja. Ist eine Weile her. Die U-Bahn müsste aus der Stadt raus sein. Mit deinem heißen Date? Ach nee, so eine ist sie nicht. Sie ist ganz anders. Ist ganz anders. Okay, wir halten klaren Kopf, Romeo. Hier ist die Polizeistation. Ganz sicher? Sieht mir eher wie ein Friedhof aus. So, alles klar. Wir spielen Carlos. Wir spielen jetzt Föni und sollen Bart finden. Bart, Dr. Bart Simpson. Oh, shit. So, hier in dem Spiel wird übermäßig viel in Folie eingepackt. Finde ich persönlich. Ich erledige den hier. Ja, komm doch her! Tja, Bright Vickers, ne? Er gehört zu Star. Ist auf! Das könnte nützlich sein. Ist auf. Was haben wir hier? Können wir uns hier durchkämpfen? Was haben wir? Messer? Nein. Nein, kann man auch nicht aufmachen. Das RPD Police. Police Station. Großartig. Da wir eine Erinnerung machen. Wo ist der Kopf hin? Weiß nicht, mir egal. Erledigen wir den Job. Wenn unsere Infos noch stimmen, dann ist Bart im Stars-Büro. Finden wir ihn und nehmen ihn in Gewahrsam. Cool. Gewahrsam? Ich dachte, das ist eine Rettung. Carlos, sieh dir das an. Hab das Stars-Büro gefunden. Denk dran, Bart hatte Zugriff auf Umbrellas dunkelste Geheimnisse. Er weiß, dass wir ihn in unsere Gewalt bringen wollen. Also ist diese Such- und Rettungsmission eher finden und festnehmen. Okay. Gut zu wissen. Ich mach's Tor auf, dann kannst du durch. Du bleibst hier und findest raus, was in der Station los war. Ich sag dir, wenn ich was finde. Hey,
Sei vorsichtig. Ja, du auch, Mann. Ja, du auch, Mann.